das Einführungsgesetz über das Krankenversicherungsgesetz EG-KVG. Wir haben folgenden Ablauf geplant. Zuerst wird es Regierungsrätin Susanne Hochuli, Vorsteherin vom Departement Gesundheit und Soziales, die Vorlage vorstellen, Einführung machen. Anschließend wird Frau Barbara Hürlimann, Leiterin Sektion Akutversorgung, auf die Elemente eingehen, was die Vorlage bringt. Flexibler, gerechter, nachhaltiger. Die Auswirkungen auf den Vollzug tut dann Frau Inge Hubacher, stellvertretende Direktorin von der Sozialversicherungsanstalt vom Aargau, aufzeigen. Und Frau Hürlimann dann wieder, was die finanziellen Auswirkungen sind. Und am Schluss Frau Gesundheitsdirektorin, Zeitplan und Ausblick, wie es eben mit dieser Anhörung nachher weitergeht. Ganz am Schluss haben wir nachher die Möglichkeit, im Plenum wieder Fragen zu stellen für die Vertreterinnen und Vertreter der Massenmedien. Und im Anschluss daran stehen dann nachher die Referentinnen zur Verfügung für Einzelinterviews. Ich darf das Wort geben an Frau Regierungsrätin Susanne Hochuli. Bitte. Danke. Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Medienschaffende, auch ich begrüße Sie meinerseits herzlich zu der heutigen Medienkonferenz. Es ist ein trockenes oder, man kann auch sagen, sehr ein technisches Thema, das wir heute vorstellen. Aber wichtig ist, dass man eben immer wieder daran denkt, es stehen eben gleich Menschen dahinter. Beziehungsweise die Totalrevision EG-KVG soll den Menschen dienen, aber sie dient natürlich auch im Staat bzw. der Staat, im Haushalt des Staates. Wenn wir jetzt mal schauen, was die Voraussetzungen sind bzw. der Grund, warum wir überhaupt etwas gemacht haben. Wir haben ja auf Bundesebene eine Änderung des KVG gehabt, bei den Artikel 64a und 65. Das heisst dort, die Prämieverbilligung der 40 nur noch an Krankenversicherer ausgezahlt werden. Das System der Leistungssistierung von Seiten der Krankenversicherer für fällige Krankenkassenausstände ist aufgehoben worden. Dafür hat man die Möglichkeit geschaffen, dass man in den Kantonen so eine kantonale Liste von den säumigen Versicherten führen kann. Das ist so neu im Gesetz verankert. Man hat eine zusätzliche Verpflichtung der Kantone eingeführt, dass sie 85% der Gesamtforderungen aus den OKP müssen übernehmen, die zur Ausstellung von einem Verlustschein führen können. Und bei diesen 85% geht es um die ausstehenden Prämien und Kostenbeteiligung sowie aber auch um Verzugszinsen und Betreibungskosten. Dann haben wir einen Vorstoss im Parlament von Thomas Leitsch, der als Postulat übernommen worden ist. Und in diesem Vorstoss ist gefordert worden, dass die steuerlichen Abzüge, die nicht tatsächlich die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit tangieren, zum maßgebenden Jahreseinkommen müssten aufgerechnet werden. Wir kommen dann später noch einmal dazu, was das heisst. Für mich kommt jetzt etwas ganz Wichtiges, was über die ganze Vorlage stehen sollte und was man auch nicht vergessen sollte. Der Artikel 65 KVG sagt nämlich aus, dass Kantone in Versicherten, die in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen leben, Prämieverbilligung ausrichten sollen. Und aus Sicht des Bundes soll mit der individuellen Prämieverbilligung der Gedanke der bedarfsgerechten Prämieverbilligung in Tat umgesetzt werden. Es sollen nicht nur sozial Bedürftige unterstützt werden, sondern es soll im System der Einheitsprämien der finanziellen Leistungsfähigkeit der Versicherten Rechnung getragen werden. Und warum sage ich, dass das so wichtig ist? In der politischen Diskussion, die bei uns geführt wird, hat man manchmal das Gefühl, Leute, die Prämienverbilligung beziehen, sind ein bisschen Tunichgute oder sogar Schmarotzer oder Profiteur. Und dem ist eben nicht so, sondern wir haben auf Bundesebene ein Gesetz, wo Kantone verpflichtet, Prämieverbilligung auszahlen. Und mit uns, das ist etwas, das man immer wieder betonen muss. Und wenn man jetzt die Totalrevision EG-KVG anschaut, dann sieht man eben auch, dass die Menschen im Vordergrund stehen und dass wir probieren, mit dieser Totalrevision EG-KVG eine gerechte Prämieverbilligung herbeizuführen.
Wie sieht es aus mit der Entwicklung der Prämienverbilligung? Sie ist angestiegen und das begründet sich wie folgt. Wir haben das Bevölkerungswachstum, wir haben eine Steuerrevision gehabt, die Kleinverdienerabzug und Kinderabzug eingeführt hat. Das hat auch eine Auswirkung. Und die Zahl der EL- und Sozialhilfebeziehenden, die steigt jährlich an. Und das wirkt sich natürlich stärker auf die Ausgaben der Prämienverbilligung aus. Sie wissen ja, bei den Sozialhilfebeziehenden tut man die Effektivprämie vergüten und bei den EL-Beziehenden ist die Durchschnittsprämie vom Kanton und die ist höher als die Richtprämie, die der Regierungsrat jedes Jahr bestimmt. Zurück nochmal zum KVG. Auch dort im KVG sind Krankenkassenausstände geregelt. Im Artikel 64a KVG, wir haben hier einen Auszug, heisst es, wenn eine versicherte Person trotz Zahlungsaufforderung die Prämie nicht zahlt, dann müssen die Versicherer die Betreibung anheben. Und der Kanton kann jetzt aber verlangen, dass der Versicherer die Schuldnerinnen und die Schuldner ihm bekannt gibt. Das ist ganz wichtig, das hat einen Zusammenhang mit der Säumungenliste, die wir haben. Im Artikel 64a KVG heisst es aber auch, dass der Kanton 85% der Forderungen aus der obligatorischen Krankenpflegeversicherung übernimmt, sofern aus der Betreibung ein Verlustschein resultiert, wie das vorher schon gesagt. Und bei diesen 85% sind eben die ausstehenden Prämien, Kostenbeteiligung, Verzugszinsen und Betreibungskosten mit eingeschlossen. Die Kantone können versichern, die Personen, die ihrer Prämienverpflicht trotz Betreibung nicht nachkommen, auf einer Liste erfassen. Also das ist wichtig, die trotz Betreibung der Prämienpflicht nicht nachkommen. Und die Versicherer schieben dann für die Versicherten auf Meldung vom Kanton die Übernahme von Kosten für Leistungen auf, mit Ausnahme natürlich von der Notfallbehandlung. Wie sieht es denn jetzt im Kanton Aargau aus mit diesen Krankenkassenausständen? Wir haben Resultate aus einer Umfrage, die wir bei den Aargauer Betreibungsämtern gemacht haben. Das sind die Resultate vom Jahr 2012. Dort hat es wegen Krankenkassenausständen über 29'000 Betreibungsbegehren gegeben, mit einem Betrag von 37,8 Millionen Franken. Und dort, von diesen 37,8 Millionen Franken, sind dann 6,6 Millionen als Verlust ausgewiesen worden. Also Sie sehen, bei einer Betreibung, wenn man das auch gut macht und das ein bisschen bewirtschaften, dann kommt wieder Geld zurück. Aber 6,6 Millionen Franken sind als Verlust ausgewiesen worden. Und aus dem heraus ergibt sich 9,5 Millionen Franken durch Verlustschein ausgewiesene Forderungen insgesamt. Dort sind Verzugszinsen und Betreibungskosten drin. Und der Kanton muss sich jetzt an denen mit 85% beteiligen. Das sind dann 8 Millionen Franken Kantonsanteil. Wir haben das jetzt natürlich aufgerechnet für das Jahr 2016 und gehen davon aus, dass man dort mit 16 Millionen Franken insgesamt rechnen muss und der Kantonsanteil wäre dann die 13 Millionen Franken. Wir haben jetzt im Kanton Aargau auf den 1. Juli dieses Jahr als erste Massnahme eine kantonale Liste der säumigen Versicherten eingeführt. Das Verfahren ist so, die Versicherungen melden den SVA, die betriebenen Versicherten. Dann werden die betroffenen Personen von der SVA umfassend über die Folge eines Zahlungsaufschubs informiert. Man gibt ihnen dann eine weitere Zahlungsfrist von 30 Tagen, also die Leute das eigentlich mit dem Wissen, was es würde heissen, wenn sie es nicht machen, könnten begleichen. Und wenn dann keine Zahlung erfolgt, dann werden die Personen auf die Liste aufgenommen und dann führt es natürlich zu einer Verhängung von einem Leistungsaufschub durch die Versicherungen. Wer ausgenommen ist, sind Ergänzungsleistung und Sozialhilfebeziehende, aber auch Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Altersjahr. Also die werden auf dieser Liste nicht aufgenommen. Wie sieht es im Moment aus? Wir haben vom Juli bis zum September
2014 7700 Betreibungen. Wir gehen davon aus, dass bis Ende Jahr 8000 Personen auf dieser Liste aufgenommen werden. Und wir gehen auch davon aus, das haben wir auch in der Botschaft zu dieser säumigen Liste aufgezeigt, dass wir mit Einsparungen pro Jahr von 0,5 Millionen Franken rechnen können. Das ist einmal die Grundlage und es wird jetzt weitergehen. Besten Dank, Frau Regierungsrätin Hochuli. Jetzt tut Frau Barbara Hürlimann, Leiterin von Sektion Akutversorgung, aufzeigen, was die Elemente dieser Vorlage sind. Stichwort flexibel, gerechter, nachhaltiger. Bitte, Frau Hürlimann. Vielen Dank. Ich möchte Sie auch von meiner Seite herzlich bedanken, dass Sie gekommen sind an die heutige Veranstaltung. Wir haben es hier schon ein bisschen aufgeführt, was ist das Ziel dieser neuen Vorlage. Prämienverbilligung und das Krankenausstandsverfahren soll flexibler, gerechter und nachhaltiger werden. Und ich möchte Ihnen das mit dieser Struktur vorstellen. Ich möchte zuerst auf Prämienverbilligung eingehen, auf das Verfahren jetzt und inskünftig, auf die Berechnung, auf die Verteilung der Prämienverbilligung und nachher zu den Krankenkassenausständen gehen und zeigen, was man für Begleitmassnahmen rund um die Liste der säumigen Versicherten planen, um das Instrument wirkungsvoller einzusetzen und dann auch noch zur Finanzierung der Krankenkassenausstände kommen. Ich fange mal an mit dem Verfahren. Vielleicht, um das neue Verfahren zu verstehen, muss man auch die Schwächen des heutigen Verfahrens kennen. Es ist momentan ein sehr schwerfälliger Prozess, ein altmodischer Prozess. Sie müssen sich vorstellen, es geht sehr viel in Papierform. Es wird Anträge müssen ausgefüllt werden, es müssen Beilagen der Gemeinden eingereicht werden, die Gemeinden schon haben. Also sagen das Steuerveranlagungen, sagen das Prämienpolicen, Ausbildungsbestätigungen und so weiter. Und das alles wird jährlich bis am 31. Mai bei den Gemeinden abgeliefert. Die müssen das prüfen, sind die Unterlagen vollständig. Die tun es dann, wenn sie geprüft sind, der SVB weiterleiten, die muss einscannen und verarbeiten. Also sehr ein schwerfälliger Prozess. Der neue Prozess ist IT-basiert, papierlos. Es findet eine Vernetzung statt. Unterlagen, die schon vorliegen, müssen nicht nochmal eingereicht werden. Und durch das haben wir nachher ein sehr schlankes und effizientes Verfahren. Ein weiteres Problem, das wir momentan haben, sind Mutationen. Also es kann ja immer sein, dass man unterjährig ein Problem hat mit seinen wirtschaftlichen Situationen. Man kann den Job verlieren, man kann krank werden. Und momentan kann man erst nach 6 Monaten einen Antrag stellen auf Anpassung der Prämienverbilligung. Auch das möchten wir neu verändern. Wenn es von Anfang an feststeht, dass die Arbeitsunfähigkeit zum Beispiel oder eben die verschlechterte wirtschaftliche Situation länger dauert, kann man sofort einen Antrag stellen auf Prämienverbilligungsanpassung. Persönliche Verhältnisse, die können ja auch ändern, zum Beispiel man kommt die Geburt von einem Kind, der Partner stirbt, die würden bei bestehenden Prämienverbilligungsbezügen automatisch sofort angepasst. Das heisst, die SVW hat einen direkten Zugang oder beziehungsweise die beiden Systeme, das Einwohnerkontrollregister und die SVW, die sind miteinander verbunden und es wird automatisch finden eine Anpassung der Prämienverbilligungsansprüche statt. Auch das, denken wir, ist ein wesentlicher Vorteil. Und als dritter Punkt, was bis jetzt auch fehlerhaft war, ist, wenn man eine Verbesserung der wirtschaftlichen Situation vermelden durfte, dann hat das bis jetzt keine Rolle gespielt. Das ist nicht berücksichtigt worden. Das heisst, man hat trotz verbesserter wirtschaftlicher Verhältnisse weiterhin eine Prämienverbilligung beziehen. In Zukunft haben wir hier eine Meldepflicht. Und wenn man dieser Meldepflicht nicht nachkommt und man dann das später herausfindet, wird das Ganze sanktioniert werden. Und insbesondere sind von dieser Meldepflicht betroffen Berufseinsteiger. Also man kann sich das so vorstellen, es hat jemand das Studium abgeschlossen und der hat weiterhin 2 bis 3 Jahre nach Studienabschluss noch Prämienverbilligung bekommen. Und das werden wir in Zukunft unterbinden. Dann als letzter noch wichtiger Punkt, Frau Regierungsrätin Susanne Hocholi hat es vorher erwähnt, die Sozialhilfebeziehenden, die hatten eine Sonderstellung gehabt. Die haben einfach die effektive Prämie vergütet bekommen und haben nicht mehr das normale Prämienverbilligungsverfahren durchlaufen. Das ist in Zukunft nicht mehr so. Also sie sollen einen Antrag stellen auf Prämienverbilligung. Konkubinatspaar, auch da
haben wir eine Ungleichbehandlung zu den verheirateten Paar, soll es auch nicht mehr geben. In der modernen Zeit, wo man nicht immer heiratet, sondern vielleicht einfach so zusammenlebt, hat es da Ungleichbehandlungen gegeben, insbesondere dann, wenn ein Partner geschafft hat, viel verdient hat, der andere Partner war zu Hause, hat Kind betreut und dann hat der Partner, der Kind betreut hat, Prämienverbilligung bekommen, obwohl der Haushalt eigentlich kein Bedürfnis dafür zu verzeichnen hatte. Also so soll in dem Sinn das Verfahren, ich sage gerade revolutioniert werden, aber sicher mal moderner gestaltet werden, schlanker und effizienter. Dann auch bei der Berechnung haben wir uns Gedanken gemacht, wie könnte man die effektiver gestalten. Und da einfach auch als Einführung, wie läuft es jetzt ab? Im Kanton Aargau wird die Berechnung von der Prämienverbilligung nach einem einfachen Prozentmodell vollzogen. Also man hat eine Richtprämie, die der Regierungsrat festsetzt. Die ist momentan bei 3'350 Franken für Erwachsene, 950 Franken für Kinder. Und von dieser Richtprämie tut man einen Prozentanteil vom massgebenden Einkommen. Und das massgebende Einkommen setzt sich zusammen aus dem steuerbaren Einkommen plus 20% vom steuerbaren Vermögen abziehen und kommt dann auf die Prämienverbilligung. Und wichtig ist noch, es gibt eine Haushaltsbetrachtung. Also wenn ich sage relevante Richtprämie, dann wird geschaut, was für Richtprämien sind in diesem Haushalt relevant. Also bei einem Ehepaar mit zwei Kindern nimmt man die Richtprämie der beiden Erwachsenen plus die Richtprämie der Kinder. Und von dem tut man dann das Haushaltseinkommen in diesem Sinn abziehen. Und dann, was rauskommt, ist Prämieverbilligung. Und wichtig auch noch zu sagen, es gilt wirklich nur für die individuelle Prämieverbilligung. Also der EL-Bezüger und Sozialhilfebezüger fallen nicht unter das Modell. Die haben eine Sonderregelung. Jetzt neu sind also die Änderungen, die eigentlich da sind. Es fängt ein bisschen an bei der Steuerveranlage. Ich habe es vorher gesagt, wesentlich ist das steuerbare Einkommen und man tut sich da beziehen auf die am 31. Mai letzte vorhandene Steuerveranlagung. Also das ist relativ früh am 31. Mai und oft ist es wirklich so, dass die Steuerveranlage, die man braucht zur Berechnung der Prämienverbilligung, noch nicht vorliegt. Das heisst, man muss dann noch auf die alte Steuerveranlage, vielleicht die vom Jahr 11 oder 10, zurückgreifen. Und da haben wir schon einen Knackpunkt an dem Ganzen. Und zwar dann, wenn die Steuerveranlagung zur, ich sage jetzt mal nicht gerade Ausnützung von der Prämienverbilligung, aber zumindest zur Umgehung von der Prämienverbilligung mehrmals kann verwendet werden. Also das heisst, momentan ist es nicht so, dass eine Steuerveranlagung zwingend mit einem Prämienanspruch verknüpft ist, sondern man nimmt einfach immer die letzte vorhandene Steuerveranlagung. Und wenn jetzt zum Beispiel jemand, weil er sein Haus umgebaut hat, ein tiefes steuerbares Einkommen hat, dann kann er durch eine kleine Verzögerung beim Ausfällen von der neuen Steuerveranlagung die gute Steuerveranlagung mehrmals verwenden. Und das haben wir doch wiederholt festgestellt, ist auch so gemacht worden. Also die Leute haben das langsam gewusst, wenn sie da ein bisschen geschickt vorgehen. Also da haben wir wirklich ein Problem mit dieser Steuerveranlagung und das ist in Zukunft wirklich nicht mehr so. Also eine Steuerveranlagung ist fix verknüpft und kann nur einmal verwendet werden. Und das ist ein weiterer ganz wichtiger Punkt, es wird nicht mehr einfach das steuerbare Einkommen verwendet, sondern es werden alle Faktoren, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit nicht betreffen, aufgerechnet. Also das heisst, also jetzt bin ich vielleicht schon ein bisschen zu weit, vielleicht müssen wir jetzt gerade noch eine Folie weitergehen. Wir bleiben hier. Wird aufgerechnet. Nochmal weitergehen, ja, genau. Genau. Wird hier aufgerechnet und im Prinzip haben wir dann wirklich das Einkommen, das wirklich für die Prämienverbilligung relevant sein soll. Und Steuerabzüge, die da wirklich aufgerechnet werden, sind zum Beispiel Liegenschaftsunterhaltskosten, es sind Einzahlungen in Säule 2 und 3a. Und aufgrund von diesen Aufrechnungen haben wir dann wirklich das wirtschaftlich richtige Einkommen, um die Prämienverbilligung auch zu berechnen. Dann, was ist ein weiterer Faktor, den wir anpassen würden, ist, dass die Richtprämie nicht mehr nur
zwei Unterscheidungen kennt zwischen Kind und Jungen und Erwachsenen, sondern es wird auch eine Richtprämie für die jungen Erwachsenen geben. Und wieso machen wir das? Die jungen Erwachsenen haben erfahrungsgemäß bei der Krankenkasse könnte von Prämienrabatten profitieren. Und das möchten wir mit diesem neuen Berechnungsmodell auch entsprechend abbilden. Also das heisst einmal schon per se, wird jetzt wirklich das Einkommen, das als Basis dient, bereinigt. Es kommt dann noch ein neuer Faktor dazu. Und das wäre der Einkommensabzug. Das haben wir bis jetzt nicht gekannt. Und mit dem Einkommensabzug, auf das komme ich nachher noch zu sprechen, kann man wirklich die Prämieverbilligung viel gezielter verteilen. Also das heisst, in Zukunft haben wir so ein Modell, also man hat immer noch eigentlich das einfache Prozentmodell, das wir vorher gesehen haben, das wir jetzt anwenden, aber es ist in dem Sinn konkretisiert worden, es ist gerechter worden, weil man halt wirklich die Steuerabzüge aufrechnet und weil man einen Faktor eingeführt hat zur gezielten Verteilung der Prämieverbilligung. Also, dann komme ich ja schon zum nächsten Punkt, zu der Verteilung. Derzeit ist so, eigentlich, man hat momentan, wenn wir jetzt uns nochmal das einfache Prozentmodell vor Augen führen, zwei Parameter, um die Prämieverbilligung festzusetzen. Das ist die Richtprämie und das ist der Einkommenssatz. Differenzierungen zwischen einzelnen Haushaltstypen sind momentan noch nicht möglich. Und wenn wir jetzt das so ein bisschen anschauen, dann sieht man, fällt einem ein bisschen, oder sticht ins Auge, dass die Alleinstehenden gegenüber Ehepaar mit und ohne Kind eigentlich benachteiligt sind. Und wo sind sie benachteiligt? Sie sind insbesondere dort benachteiligt, wo man die Einkommensgrenze, also den Wert, bis dann, wo es noch Prämieverbilligung gibt, ins Verhältnis setzt mit dem Existenzminimum. Also wenn wir jetzt das Ehepaar anschauen mit zwei Kindern, da ist eigentlich die Aussage von diesem Diagramm, dass das bis 80% über dem Existenzminimum noch Prämieverbilligung kann beanspruchen. Bei den Alleinstehenden ist nur ungefähr 22% über dem Existenzminimum. Also da haben wir grosse Ungerechtigkeiten drin. Und die möchten wir mit dem Einkommensabzug ausmerzen. Das heisst, in Zukunft will man wirklich mit diesen beiden Elementen, Einkommensabzug und der Einkommenssatz, also der Prozentsatz vom maßgebenden Einkommen, der wichtig ist zur Verteilung der Prämienverbilligung, bewusst steuern. Und wieso sage ich jetzt da nichts mehr zu der Richtprämie? Vorher habe ich ja gesagt, momentan ist die Richtprämie und der Einkommenssatz. Die Richtprämie möchten wir mit dem neuen Gesetz wieder näher an die effektive Prämie anbringen. Also momentan, wenn Sie sich vorstellen, ist die Durchschnittsprämie irgendwie bei 4'400 Franken, die Richtprämie aber bei 3'350 Franken. Also da haben wir eine grosse Diskrepanz drin. Mit der neuen Vorlage soll das wieder angeglichen werden. Und aber, und das ist ein grosses Aber, weil wir ja eigentlich Befürworter sind, auch von alternativen Versicherungsmodellen, sollen als Basisprämie von diesen Versicherungsmodellen angezogen werden. Also es soll in Zukunft jedermann möglich sein, durch eine gezielte Wahl von seinem Versicherungsprodukt die Richtprämie erreichen können. Also dann ist das wie so ein bisschen feste Richtprämie und verteilen und steuern kann man dann noch mit dem Einkommensabzug und dem Einkommenssatz. Und wichtig ist, und dass man damit die Gesamtausgaben nicht verändert. Also man hat wie einen Pott von der Gesamtausgaben und kann dann schauen, wer soll die Prämieverbilligung bekommen und bis zu welchem Einkommen, wenn man Prämieverbilligung ausschütten. Und das ist nicht so ganz einfach, weil die beiden Steuerungselemente sich gegenseitig beeinflussen, weil die haben gewisse Wechselwirkungen. Und darum ist es ganz wichtig, dass die Verteilung von einer Hand gemacht wird und dass sie wirklich vom Regierungsrat gemacht wird, der da viel sicher differenzierter mit dieser Problematik auseinandersetzen kann. Wenn wir jetzt das einmal anschauen, was man jetzt hier könnte mit dieser Verteilung herausholen, dann sehen wir zuerst noch mal das Diagramm der heutigen Situation und dann sehen wir mal die Variante allgemeine Einebnung, haben wir sie mal genannt. Das ist auch die Variante, die Sie im Anhörungsbericht drin haben. Da sehen Sie mal, die Diagramme, die Balken unterscheiden sich nicht mehr so stark wie vorher. Aber Haushalte mit Kind sind immer noch bevorzugt gegenüber Haushaltungen ohne Kind. Und das hat man eigentlich bewusst so gemacht, weil das KVG auch sagt, man soll speziell darauf Wert legen. Man soll speziell schauen, dass diese Haushaltstypen
die Prämienverbilligung wirklich auch bekommen. Und das haben wir eigentlich dann so, mit dieser Einebnung haben wir es erreicht. Also wir haben immer noch Unterscheidungen, aber die Unterscheidungen sind insbesondere eigentlich mit dem Haushaltstyp begründet. Jetzt haben wir einfach, um ein zu zeigen, was man da noch machen könnte, noch eine weitere Variante aufgeführt, wo man den Kinderbonus noch verstärkt. Also wo man noch bewusster sagt, Familien mit Kindern sollen noch mehr bevorzugt werden bei dieser Prämienverbilligung. Also da sieht man, da kann man wirklich spielen und das Ausgabeniveau tut man nicht verändern durch das. Und es ist auch offensichtlich, wenn man sagt, man tut zum Beispiel bei den Ehepaaren mit zwei Kindern die Einkommensgrenze ein bisschen ab, die grundsätzlich, dass man dann mehr Geld hat, um anderen Prämienverbilligungsbezüger wieder zukommen zu lassen. Also das heisst, mit dieser ganzen neuen Struktur haben wir die Bedarfsgerechtigkeit sehr gut erfüllt, weil die, die wenig Einkommen haben, kommen in Zukunft mehr Prämienverbilligung über. Also uns ist es wirklich ein ganz grosses Anliegen, dass jeder die Prämienverbilligung überkommt, die er braucht und dass er möglichst kann seine Prämie zahlen, ohne in die Sozialhilfe zu fallen. Weil die Prämienverbilligung ist wirklich für uns eine Bedarfsleistung, die soll bedarfsgerecht ausgeschüttet werden. Und mit diesem Verteilungsmodell ist das wirklich sehr, sehr gut möglich. Also man könnte eigentlich so ein bisschen als Resümee sagen, die neue Prämienverbilligung ist flexibler. Man kann wirklich auf Veränderungen von der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnis rasch reagieren. Sie ist gerecht. Man will eine Bedarfsgerechtigkeit anführen. Sie ist auch gerecht, indem Sozialhilfebeziehende und Konkubinatspaare nicht mehr bevorzugt werden. Und gerade der letzte Punkt ist uns sehr, sehr wichtig, die Nachhaltigkeit. Wir gehen davon aus, wenn jeder einfach die Prämienverbilligung überkommt, die er braucht, dass da wirklich Sozialhilfekosten gesenkt werden können und weniger Leute in die Sozialhilfe fallen. Der zweite grosse Punkt oder die zweite grosse Änderung im EGKVG haben wir mit den Krankenkassenausständen in dem Sinne gemacht. Und zwar haben wir vorher schon gesagt, das Ziel ist eigentlich weniger Betreibungen und weniger Verluste, weil der Kanton sich an diesen Verlusten beteiligen muss. Eine Massnahme war die Liste der säumigen Versicherten. Aber das kann es nicht allein sein. Da braucht es noch Begleitmassnahmen, um die Liste wirklich wirkungsvoll umzusetzen. Und da haben wir eigentlich drei Massnahmen vor. Einerseits eine Fallführung durch Gemeinden. Und zwar wieso durch Gemeinden? Wir gehen davon aus, eine aktive Fallführung braucht eine Präsenz vor Ort. Es braucht ein Einzelfallkenntnis. Und das kann nur die Gemeinde in dem Sinn bewerkstelligen. Das kann nicht die SVW, das kann nicht der Kanton, die sind viel zu weit weg. Und das Ziel ist ja eigentlich wirklich im Rahmen von dieser Subsidiarität, dass diese Ebene eine Aufgabe durchführt, die dazu am besten geeignet ist. Und das sind wirklich Gemeinden. Dann möchten wir aber auch seitens Kanton etwas machen und die Gemeinden unterstützen. Und zwar möchten wir eine kantonale Koordinationsstelle einführen, die Gemeinden auch beraten wird, wenn es nötig ist. Und auch durch Massnahmen aus der Prämienverbilligung gehen wir davon aus, können wir das Ziel weniger Betreibungen erreichen. Ich komme jetzt zuerst einmal noch auf die Fallführung zurück. Wie soll die ablaufen? Also sicher ist es mal so, dass die Betreibungsmeldungen weiter bei der SVW eingehen. Die SVW tut dann die auf die zuständigen Gemeinden verteilen. Und das Erste, was die Gemeinden dann machen sollten, ist ein Gespräch führen. Und zwar ein obligatorisches Gespräch führen mit allen betriebenen Personen. Und dort, in diesem obligatorischen Gespräch, geht es ein bisschen darum, zu sondieren. Wieso hat die Person die Prämie nicht gezahlt? Und da können die Gemeinden auf die Steuerunterlagen, Betreibungsunterlagen zugreifen und können sich so ein Bild machen. Ein weiterer Vorteil ist von diesem obligatorischen Gespräch, dass Erfahrungen aus anderen Kantonen zeigen, dass ein Drittel bis die Hälfte der Leute zahlen, nachdem sie aufgefordert werden zu dem Gespräch. Also dort kann man schon mal von diesen 30'000 Betreibungen kann man dann schon mal einen Teil in dem Sinne abholen. Dann ist die Aufgabe der Gemeinde, zu unterscheiden, kann die Person wirklich nicht zahlen oder will sie nicht zahlen.
Und bei den Personen, die man jetzt mal sagt, die will nicht zahlen, aufgrund der Steuerdaten und so, müsste sie eigentlich können zahlen, geht es darum, die Person zu sensibilisieren für die Bedeutung von dieser Krankenkasse und ihnen wirklich sagen, hey, es ist wichtig, dass du zahlst. Nur so hast du die Behandlungskosten sichergestellt über die Kasse. Wenn die Person immer noch nicht zahlt, dann wird sie weiterhin auf die Liste der säumigen Versicherten aufgenommen. Es gibt aber dann Personen, die wirklich nicht zahlen können, die halt wirklich am Limit sind. Und dort ist dann eigentlich die Aufgabe der Gemeinde, dass sie die anmelden zum Bezug von Ergänzungsleistungen oder Sozialhilfe. Diese Personen sollen auch nicht weiter betrieben werden. Also es wird ein Betriebsstopp verhängt und die würden selbstverständlich nicht auf die Liste der säumigen Versicherten aufgenommen. Die Begleitmassnahme geht dann weiter, und zwar sollen die Personen, die auf dieser säumigen Liste sind, nicht einfach dort gelassen werden, sondern sie sollen durch Gemeinden beraten und betreut werden. Und da soll natürlich der Fokus vor allem bei diesen Personen sein, die wirklich ein Problem haben bei ihren finanziellen Verhältnissen, die ein Genusch haben, die irgendwelche Schuldenberge anhäufen, und dass dort Gemeinden wirklich ansetzen und ihre Kompetenzen, die sie haben aus der Sozialhilfegesetzgebung im Bereich immaterielle Hilfe einsetzen und schauen, dass die Personen zumindest inskünftige Forderungen wieder zahlen können. Da können Gemeinden selbstverständlich auch externe Hilfe wie Schuldenberatungsstelle in Anspruch nehmen. Aber diese Personen, die kann man nicht einfach in dem Sinn ihrem Elend übernehmen, weil die kommen nie mehr von dieser schwarzen Liste oben runter. Die würden immer mehr Schulden anhäufen, wie immer mehr Betreibungen haben, und schlussendlich wird es dann wirklich problematisch, wenn sie dann ärztliche Leistungen beanspruchen. Also dort sollen die Gemeinden wirklich ansetzen, und die anderen Personen, die das Geld haben, wo sie dann schlussendlich auch kein Verlust sein, würde geben, dort sollen sie einfach daran bleiben und wieder mal fragen, wie steht es. Aber dort, der Fokus muss sicher bei den verlustig gefährdeten Personen sein, die wirklich ein Problem haben. Ich habe es vorher gesagt, Gemeinden sind die richtige Ebene, um die Fallführung zu machen. Eben, das ist die Erfahrungen, die Kompetenzen, die bei den Gemeinden vorhanden sind. Als einen Punkt und als anderen Punkt, weil Gemeinden grosse Erfahrungen haben mit dem altrechtlichen Leistungsaufschub. Bis Ende 11 war es ja so, dass die Kassen einen Leistungsaufschub verhängen konnten, Bestellung des Fortsetzungsbegehrens. Und dann mussten die Gemeinden handeln, wenn über die Sozialhilfe geht. Also sie hatten dann ein bisschen die Wahl, gehabt, ob wir die Person aus dem Leistungsaufschub auskaufen, indem wir alle ausstehenden Forderungen bezahlen, oder kommen wir einfach so für die medizinischen Leistungen auf, wenn die Person ärztliche Behandlung braucht und die Kasse wegen dem Leistungsaufschub nicht zahlt. Also dort ist wirklich eine Erfahrung herum. Und aus einer Umfrage, die wir gemacht haben, hat sich auch gezeigt, dass zum Beispiel 66% der Gemeinden die Personen aus dem Leistungsaufschub ausgekauft haben und nur 14% haben den Leistungsaufschub stehen gelassen und haben die medizinischen Leistungen selber gezahlt. Und interessanterweise haben sicher ein Drittel der Gemeinden versucht, mit der Kasse zu dealen. Also dass sie zum Beispiel nicht den ganzen Ausstand übernehmen müssen. Also man sieht, das ist hier wirklich eine grosse Aktivität, auch schon unter der altrechtlichen Regelung vorhanden gewesen. Und die möchten wir jetzt in dem Sinn wieder aktivieren. Weiter kommen die Gemeinden die Möglichkeit, über einen Sistierungsantrag für Leute, die auf der Liste sind, zu stellen. Das Element gibt es ja bis jetzt nicht, das möchten wir neu einführen. Dass wirklich Gemeinden die Herrschaft über die Liste haben. Das können zum Beispiel Leute sein, die grundsätzlich Anspruch hätten auf Sozialhilfe, aber aus irgendwelchen Gründen die nicht beanspruchen, dass man schaut, dass zumindest, wenn sie nicht mehr auf der Liste sind, die medizinischen Behandlungen von der Krankenkasse gezahlt werden. Möglichkeiten für so einen Sistierungsantrag können zum Beispiel auch dann sein, wenn eine Behandlung ansteht, wo das Erwerbseinkommen oder das zukünftige Erwerbseinkommen der Erwerbsfähigkeit wieder sicherstellen kann, und darum möchte man, dass man möchte, dass dann die Behandlung von der Kasse gezahlt wird. Also da sieht man, die Gemeinden kommen noch ein weiteres Element über. Und als Letztes, ich habe es vorher schon gesagt, ist die kantonale Koordinationsstelle, wo man wirklich möchte, die Gemeinden unterstützen von Seite des Kantons.
Wesentlich scheint es auch, dass man im Bereich von der Prämienverbilligung ansetzt, dass ganz in dem Sinn bei den Wurzeln eigentlich ansetzt, dass es eben nicht so viele Betreibungen gibt. Und da fängt man eigentlich an, dass man Gemeinden informiert, welche Einwohner von ihrer Gemeinde einen Prämienverbilligungsanspruch hätten. Also da könnten die Gemeinden wirklich dann, wenn sie ihnen in einem Fall bekannt ist, wo es schwierig ist, Betreibungen hat, schauen, dass der zumindest die Prämienverbilligung beansprucht. Dann durch die bedarfsgerechte Prämie ist es sicher so, dass es auch weniger Betreibungen wird geben würde, weil die Leute können ja ihre Prämie wieder zahlen. Und als Nebendeffekt, ganz klar, durch die bedarfsgerechte Prämieverbilligung gibt es weniger Sozialfälle. Weil die Leute, wie gesagt, können ihre Prämie zahlen. Finanzierung von diesen Verlusten. Also wir haben vorhin gesagt, wir geben den Gemeinden das Instrument in die Hand, die Fallführung. Also es ist bei den Gemeinden angesiedelt. Und das Ziel ist, weniger Verlustscheine. Und jetzt stellt sich natürlich logischerweise die Frage, ja, wo ist die Verbindung zwischen dieser Fallführung und der Verlustscheine? Und die sehen wir eigentlich so, dass wir sagen, gemäss dem Prinzip der fiskalischen Äquivalenz muss diese Ebene zahlen, wo eine Aufgabe übernimmt, wo die Kosten kann beeinflussen. Momentan ist es halt schon so, dass Gemeinden durch die Fallführung einen Einfluss haben auf die Höhe der Verlustscheine. Und darum sind wir der Ansicht, dass Gemeinden auch für die Verlustscheinkosten aufkommen müssen. Und zwar soll das nach dem Verursacherprinzip passieren. Also die Gemeinde, die erfolgreich ist und schaut, dass sie ihrer Gemeinde wenig Verlustscheinkosten gibt, soll können profitieren. Also das heisst, man tut nicht die gesamten Verlustscheinkosten nachher pro Kopf auf die Gemeinden verteilen, sondern man schaut wirklich, wie viel Verlustschein hat welche Gemeinde. Und die Gemeinde muss nur die Kosten tragen, die ihrer Gemeinde entstanden sind und wo sie die Möglichkeit hätte, durch die Fallführung aktiv darauf einzuwirken. Das Ganze will man den Gemeinden nicht einfach so übergeben, sondern das soll im Rahmen des Lastenausgleichs Kanton und Gemeinde grundsätzlich ausgeglichen werden. Wenn wir jetzt auch hier ein Resümee machen, kann man eigentlich wirklich sagen, auch der Bereich Krankenkassenausstände wird flexibler werden. Man kann jetzt wirklich auf die Einzelfälle eingehen. Man kann schauen, wieso hat jemand nicht zahlt. Und die Person, die nicht zahlt, kommt nicht einfach auf die Liste. Personen kommen Unterstützung über, die Probleme haben in ihren finanziellen Angelegenheiten. Und summa summarum kann man mit all diesen Massnahmen Betreibungen und Verluste verhindern. Besten Dank, Frau Hürlimann, für die Darlegung der komplexen Materie. Jetzt wird Frau Inge Hubacher, stellvertretende Direktorin der SVA Aargau, die Auswirkungen der Gesetzesrevision auf den Vollzug darlegen. Bitte, Frau Hubacher. Geschätzte Damen und Herren, herzlichen Dank. Ich bin froh, dass Frau Hürlimann den technischen Teil Ihnen näher bringen musste. Ich habe Ihnen aber sicher alles, was sie gesagt hat, damit wir im Vollzug auch technisch umsetzen. Und das ist auch eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Wir sind auch schon gestartet damit, dass wir allenfalls, wenn wir das Jahr überkommen, auch parat sind. Wie ist der Vollzug heute? Der ist heute so geregelt, dass wir den eigentlich zusammen mit den Gemeindezweigstellen, die uns unterstützen im Vollzug, also mit den 197 Gemeindezweigstellen, vollziehen die Prämienverbilligung. Und die Gemeinden haben dort vor allem sehr viel administrativen Aufwand. Also sie prüfen die Anträge auf Prämienverbilligung, einerseits auf Vollständigkeit. Und wenn die Anträge nicht vollständig sind, dann sind sie auch wieder gefordert, um bei den Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern die Unterlagen einzufordern. Wir reden hier von jährlich von 78'000 Anträgen. Von denen haben nachher rund 64'000 auch einen Anspruch, einen tatsächlichen Anspruch. Aber bei den Gemeinden kommt natürlich alles rein. Deshalb erfasst Anträge elektronisch. Das hätten wir gerne. Im Moment ist es aber auch so, dass wir es tatsächlich manuell erfassen. Also die kommen auf Papier rein und wir geben die manuell ins System eingehen. Und das ist natürlich dann eine der grossen Verbesserungen auch im Ablauf, dass wir das automatisieren können.
Gemeinden müssen aber auch Mutationen vornehmen. Also Sie haben zwar gehört, es gibt natürlich immer in den persönlichen Verhältnissen Veränderungen, die dazu führen können, dass eine Mutation vorgenommen werden muss. Und die Mutationsanträge, die kommen auch bei der Gemeinde rein. Und ich möchte Ihnen nachher dann auch mal ein Beispiel von einer Gemeinde mal zeigen, wie viel Aufwand das eine Gemeinde braucht, zum Vollziehen oder zur Unterstützung in der Prämienverbilligung. Aus unserer Sicht kann man das Fazit ziehen, dass heute für Gemeinden ein relativ hoher administrativer Aufwand resultiert und der Aufwand auch relativ personalintensiv ist und durch das natürlich auch stark Beanspruchung bei den Gemeinden in dem Sinn resultiert. Vielleicht schauen wir es gerade mal praktisch an, einer grösseren Gemeinde. Da haben wir als Gemeinde Wettingen mit rund 20'000 Einwohnenden haben wir, angeschaut. Dort ist es so, dass sie im 31. Mai, da wissen Sie vielleicht der Stichtag, bis dann können Gesuche eingereicht werden. Gesuche, die später reinkommen, im ordentlichen Verfahren werden nicht mehr berücksichtigt. Das ist mal relativ streng. Die Gemeinde hat bei einer Erhebung Auskunft gegeben, gesagt, bei ihnen sind rund 2'000 Personen an den Schalter gekommen und haben dort müssen betreut werden. Ebenfalls die Anrufe sind gemessen worden. Man hat von 20'000 immerhin 274 Personen gehabt, die Rücksprache genommen haben oder eine Frage hatten. Und was dann natürlich eben ist, wegen der fehlenden Unterlagen, habe ich vorher gesagt, ist der Administrativteil rund 500 Schreiben rausgegangen sind zum Einfordern von weiteren Unterlagen. Bearbeitet sind dann bis 31. Mai die 1172 Anträge. Aber insgesamt die 2074, die Differenz kann sich natürlich eben dann auch aufgrund von den Mutationen, die natürlich dann auch später noch dazukommen könnten. Aber man sieht, oder, wenn Sie sehen, wie die reinkommen, das ist relativ ein hoher, geballter Aufwand für Gemeinden. Da ist auch dann immer in der Befragung heraus, es ist relativ ein schwerfälliges Verfahren. Und wenn man ehrlich ist, ich glaube, da darf man wirklich sagen, es ist wirklich Administration, die die Gemeinde betreibt. Und auch eine weitere Idee ist natürlich mit der neuen Aufgabenteilung wieder mehr zu der SVA, ist natürlich, dass die Gemeinde wieder qualifiziertere Aufgaben eben in der Fallbetreuung könnten übernehmen. Wie ist der Vollzug neu? Ich kann es nur noch kurz zusammenfassen. Frau Hürlimann hat das ja schon wunderbar ausgeführt, wie das vorgesehen ist. Ich kann einfach sagen, das gesamte Antrags- und Mutationswesen sollte neu durch die SVA durchgeführt werden. Natürlich muss man sagen, wir können das auch nicht einfach mit den bestehenden Ressourcen machen. Wir brauchen für das auch zusätzliche Ressourcen, rund 9 Personen. Aber insgesamt muss man sagen, durch die Automatisierung und wenn man volkswirtschaftliche Betrachtung macht, wird es trotzdem günstiger, wenn wir eigentlich an einer zentralen Stelle die Aufgabe durchführen. Wie gesagt, Gemeinden haben eine weitere Entlastung durch das, dass sie eben nicht kontrollieren müssen, ob die Unterlagen vollständig sind und wieder Schreiben einfordern oder Papier einholen, sondern das ist eine der wesentlichen Entlastungen. Und bei uns gibt es natürlich eine Kontrollpflicht zusätzlich, die wir auch wieder verstärken müssen. Natürlich, das ist ja leider in der heutigen Zeit auch so, dass man nicht sich immer darauf verlassen kann, dass Bürgerinnen und Bürger sich melden, wenn eine Veränderung stattfindet. Und da sind wir natürlich gefordert, auch den einen Blick darauf zu werfen, dass die Meldepflicht auch wahrgenommen wird. Der Gesamtprozess, wenn man den alles in allem anschaut, dann sehen Sie es da, Sie können es lesen. Ist hochgerechnet, gehen wir davon aus, dass rund 40 Stellen bei den Gemeinden können eingespart werden, wo aber eben durch die Fallführung eine Teilkompensation stattfindet und allenfalls auch Verlagerung, so dass die Gemeinden dann natürlich nicht 40 Stellen entlastet haben, sondern netto, glaube, wenn ich es richtig sehe, sind es dann eine Entlastung von 17 Vollzeitstellen über den ganzen Kanton ausgerechnet. Also soweit der Teil für die Prämienverbilligung. Denn bei den Krankenkassenausständen ist es so, wir sind ja auch gewählt worden oder beauftragt worden mit dem Management von der Liste der säumigen Versicherten. Wir haben dort eigentlich von der Gemeinde her eine einzige Aufgabe. Sie müssen nämlich die Erfassung und Mutation der Sozialhilfenden im Webportal, wo wir haben, mit der Gemeinde müssen sie erfassen. Und Frau Hürlimann hat es vorher ausgeführt, die müssen es darum erfassen, weil sozialhilfende Bezügerinnen und Bezüger nicht auf dieser Liste sollen erscheinen. Das ist also der Status heute. Neu wird es so aussehen. Das ist auch schon ausgeführt worden, dass Gemeinden
wenn sie die Fallführung machen und sie machen die gut, auch mitentscheiden können, ob die Personen auf dieser Liste erscheinen sollen oder nicht. Es hat aber natürlich Konsequenzen, wenn sie entscheiden, die Personen sollen nicht auf dieser Liste drauf sein, dann führt das nicht zu einem Leistungsaufschub und Gemeinden müssen allenfalls Kosten übernehmen, wenn die Personen Leistungen beziehen. Dann eben die Beratung und Betreuung von der Versicherten, glaube ich, muss das gar nicht mehr ausführen. Es ist sehr gut dargelegt worden, die Fallführung, eben die hin zu der qualifizierten Betreuung von Personen, die vielleicht in finanziell schwierigen Verhältnissen sind. Und dann eben natürlich noch die Unterstützung, und da finde ich auch ganz einen entscheidenden Punkt, dass man Gemeinden, wie soll ich sagen, nicht gerade im Regen stehen lässt, sondern dass der Kanton da auch eine Unterstützung bietet durch die Richtung von einer Koordinationsstelle, wo Schulung und Beratung natürlich vornimmt. Ja, so. Besten Dank, Frau Blacher, für die Ausführungen. Dann darf ich das Wort bitte der Frau Hürlimann geben. Es geht um die finanziellen Auswirkungen von der Totalrevision auf den Kanton und auf die Gemeinden. Bitte, Frau Hürlimann. Danke. Also wir haben vorher viel von den gesundheits- und sozialpolitischen Zielen geredet, von dieser Totalrevision. Aber sie hat auch eine finanzielle Zielsetzung, die erfüllt werden soll. Und die Totalrevision ist in dem Sinn auch in die Leistungsanalyse vom Kanton eingeflossen und ist dort ein Teil der Massnahmen Einsparungen im Bereich KVG-Prämie. Dort also einen wesentlichen Beitrag leistet zu den Einsparungsbemühungen des Kantons. Ich komme dann nachher noch darauf zurück, was sonst auch noch in dieser Massnahme drin eingepackt ist. Kommen wir zuerst einmal einfach nur zur Totalrevision. Was kann man da in finanzieller Hinsicht verändern? Wir sehen jetzt hier mal die Prämienverbilligung und da sehen wir eigentlich, und ich bitte Sie wirklich, ein Augenmerk auf das Jahr 2018 zu richten, weil es 2017, da ist das Gesetz zum ersten Mal wirksam, das ist ein Übergangsjahr, da wird man wahrscheinlich noch mit gewissen Anfangsschwierigkeiten kämpfen, aber wir gehen davon aus, dass ab 2018 unsere neuen Massnahmen wirklich vollumfänglich wirksam sind. Und da würden wir können, allein durch die Aufrechnung der Steuerfaktoren, durch die Meldepflicht, bei wirtschaftlich besseren Verhältnissen und durch die Gleichbehandlung der Sozialhilfebeziehenden ungefähr 9,5 Millionen Franken einsparen. Der zusätzliche Verwaltungsaufwand, Frau Hubacher hat es gesagt, bei der SVW von diesen 9 Stellen ist eigentlich marginal, wenn man berücksichtigt, was man einsparen kann. Und schlussendlich resultieren dann eigentlich nur Nettoeinsparungen von 8,7 Millionen Franken. Allein bei der Prämienverbilligung. Bei den Krankenkassenausständen muss man ein bisschen in die Vergangenheit gehen. Da muss man bis ins Jahr 2011 zurückgehen. Wir haben es vorher gesagt. Das war noch die Ära unter dem altrechtlichen Leistungsaufschub, wo die Gemeinden haben gewisse finanzielle Lasten tragen rund um die Leute, die von diesen Leistungsaufschüben betroffen waren. Und da haben sie ungefähr gemäss einer Gemeindebefragung, die wir durchgeführt haben, 3,5 Millionen Franken aufgewendet. Im Jahr 2012 ist dann das neue Gesetz in Kraft getreten, wo die Kantone verpflichtet hat, für die Verlustscheine aufzukommen. Also das heisst, es hat eine Art wie eine Finanzierungsregelungsänderung gegeben. Vorher waren die Gemeinden zuständig, aber 2012 der Kanton. Wenn man das jetzt weiterverfolgt, sieht man auch hier schön, oder? Die Krankenkassenausstände würden steigen und ab dem Jahr 2017 soll nicht mehr der Kanton die Verlustscheine tragen, sondern die Gemeinden. Und da sehen wir jetzt, dann im Jahr 2017 kann der Kanton in dem Sinn sich entlasten um die 11,8 Millionen Franken, zumindest einfach mal so auf dem Papier. Aber ich habe es vorher erwähnt, man will nicht einfach so eine Finanzierungsregelungsänderung einführen und die ganzen 11,8 Millionen der Gemeinden überbürden. Es soll ein Ausgleich im Rahmen des Finanzierungsausgleichs, Aufgaben- und Lastenverteilung zwischen Kanton und Gemeinden stattfinden. Und es sollen nur die 8,3 Millionen aber ausgeglichen werden. Also die 3,5 Millionen, die Gemeinden vorher schon getragen haben, die sollen nicht ausgeglichen werden. Wie man sagt, dort hat im Jahr 2012 sind das Lasten gewesen, die zum Kanton gekommen sind und die sollen jetzt wieder
umgekehrt werden. Also die 3,5 Millionen sollen bei den Gemeinden bleiben, der Rest soll, soll aber ausgeglichen werden. Also das heisst, ausgeglichen werden, wenn man jetzt die Planwerte 2017 anschaut, 8,3 Millionen Franken. Summa, doch noch mal eins zurück, gern. Also summa summarum kann man sagen, wir haben mit dieser Totalrevision Einsparungen, Prämienverbilligung von 9,5 Millionen Franken, bei der Krankenkasse Ausstand 3,5 Millionen Franken. Jetzt ist das natürlich nicht alles, was der Kanton macht. Und zwar hat der Kanton größere Anstrengungen unternommen im Rahmen der Leistungsanalyse, die KVG-Prämie oder die Lasten, um die KVG-Prämie zu senken. Und das hat er mit zwei Massnahmen gemacht. Einerseits, wie gesagt, Totalrevision und andererseits durch die Anpassung vom Dekret über den Anspruch auf Prämienverbilligung. Und zwar hat man per 1.1.15 den Einkommenssatz von 11%, also der Prozentsatz, der sagt, wie viel vom massgebenden Einkommen relevant ist, zur Berechnung der Prämienverbilligung erhöht. Und zusammen, summa summarum, kann man mit diesen beiden Massnahmen im Jahr 2017 und 2018 19,4 und 25,9 Millionen Franken sparen. Also man sieht, im Kanton ist es wirklich ernst, dass man hier ansetzt bei diesen Prämienverbilligungsausgaben. Und wichtig scheint wirklich, dass man jetzt auch mit dieser Totalrevision nicht nur spart, sondern eben auch schaut, dass die richtigen Leute die Prämienverbilligung bekommen. Wenn wir dann jetzt noch die finanziellen Auswirkungen auf die Gemeinden anschauen, dann sehen wir sicher die massive Entlastung im administrativen Prämienverbilligungsverfahren von diesen 40 Stellen, die abgebaut werden können. Bei den Krankenkassenausständen, sagen wir mal, hinsichtlich jetzt dieser Verlustbeteiligung wird ja das meiste ausgeglichen. Also es sind nicht mehr Kosten, die auf die Gemeinden zukommen. Und was den Rest betrifft, die neuen Aufgaben der Gemeindeberatung und Betreuung, gehen wir eigentlich davon aus, dass die weitgehend mit den bestehenden Kompetenzen der Gemeinden absolviert werden können. Als Worst-Case-Variante allenfalls, dass dort noch 25 Leute gebraucht werden, aber da findet ja, wie gesagt, eine Art Verschiebung statt. Bei der Prämienverbilligung werden 40 abgebaut und maximal 25 Stellen müssten aufgebaut werden bei den Gemeinden. Also wir denken, das ist keine Mehrbelastung für Gemeinden in personeller Hinsicht. Zusätzlich als Vorteil für Gemeinden erfahren sie über die Betreibungsmeldung von den finanziellen Schwierigkeiten für ihre Gemeindeeinwohner. Sie können schnell reagieren und kommen Instrumente über, mit dieser Liste ein bisschen zu spielen und die Liste zu managen. Und ganz sicher noch als wichtiger letzter Punkt, dass die Reduktion der Sozialhilfekosten kann erfolgen durch die bedarfsgerechte Prämienverbilligung. Und Sozialhilfekosten sind die Kosten, die Gemeinden vor allem finanzieren. Also unter dem Strich gehen wir davon aus, die finanziellen Auswirkungen der Gemeinden sind ein Nullsummenspiel und würden sich ausgleichen. Danke, Frau Hürlmann, für die Ausführungen. Ich darf das Wort zum Abschluss nochmal der Frau Regierungsrätin Susanne Hochuli geben. Sie wird uns Zeitplan, Ausblick darlegen. Bitte, danke, Frau Regierungsrätin. Ich kann das ganz kurz machen, geschätzte Anwesende. Wir starten jetzt die Anhörung. Die läuft jetzt bis am 9. Januar. Und wir machen noch öffentliche Veranstaltungen in den Regionen in den nächsten zwei Wochen. Und zwar werden wir in Aarau, in Niederwil, in Aiken und in Baden eine Informationsveranstaltung machen. Sie können das auch den Medienmitteilungen entnehmen. Dort ist es auch drin mit der Zeit. Im 2015 werden die Beratung im Grossen Rat hoffen wir mal anzutreffen und dann wäre die ordentliche Inkraftsetzung im Juli 2016. Besten Dank. Dann hätten wir jetzt die Gelegenheit, noch Fragen zu stellen. Wem darf ich das Wort geben von den Medienvertreterinnen und Vertretern? Herr Gutknecht, bitte. Ja, ich habe eigentlich nur schnell eine Frage zu dieser Tabelle hier auf der Seite 3. Links und rechts, was haben die Zahlen zu bedeuten? Rechts ist wahrscheinlich der Kantonsanteil und links der Anteil vom Bund, oder? Die. Es ist
ich weiß nicht, ob man es nicht lesen kann, man sieht den Anteil vom Kanton und den Anteil vom Bund. Genau, Prämieverbilligung, ja, Prämieverbilligung wird ja vom Kanton und vom Bund. Genau, meine Frage ist nur mit der linken und der rechten Zahl. Also links ist der Anteil der vom Bund zahlenmässig und rechts... Es ist mit den Farben unterschieden. Der Index. Ja, aber was haben denn die Zahlen links und rechts bedeutet? Das ist der Prozentanteil. Also der prozentuale Anteil, wie viel Prozent der Kanton an diesen Prämienverbilligungsausgaben zahlt im Vergleich zum Bund. Ah, okay. Und links sind dann Millionenbeträge, oder? Ja. Jetzt habe ich es verstanden. Gut. Ja. Okay, merci. Weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist... Aber wir haben nachher eine Gelegenheit, dass wir noch ein Statement geben oder Fragen stellen. Die Referentinnen stehen nachher auch noch eben, wie gesagt, für Einzelfragen und Auskünfte zur Verfügung. Wenn es von den Medienvertreterinnen und Vertretern keine Fragen mehr sind, wäre die Medienkonferenz offiziell geschlossen. Besten Dank für Ihr Interesse und wie gesagt, die drei Referentinnen stehen Ihnen jetzt noch für Fragen und weitere Auskünfte zur Verfügung. Besten Dank.